Hi ihr Lieben! Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Heute möchte ich euch ein Video machen über mein H&M Haul. Ich würde sagen XL bis XXL. Ja, wie ihr heute sehen könnt, habe ich heute lange Haare. Schaut mal. Meine Extension Clips sind da. Ich habe sie mir reingemacht. Ich muss sagen, das ist Echthaar. Sehr gute Qualität habe ich von eBay ersteigert. Und ja, die Haarfarbe ist auch total super. In dunkelbraun passt perfekt. Also ist richtig super. Ich habe schon sehr lange keine langen Haare mehr gehabt, weil ich mir immer wieder einen Bob geschnitten habe. Weil ich bin so ein Mensch, wenn die Haare kaputt sind, müssen sie ab. Und jetzt habe ich die Extensions drin und ich muss sagen, hat mir schon ganz schön gefehlt, lange Haare zu haben. Und ich werde sie jetzt auch definitiv wieder lang wachsen lassen. Ja, also wie gesagt, gute Qualität von eBay. Echthaar, 100% Echthaar. Und sehen auch sehr natürlich aus. Die sehen überhaupt nicht künstlich aus. Ich habe noch hier so ein Kunsthaar. Das habe ich mal gekauft, habe es aber nie getragen. Und ja, das werde ich jetzt öfters tragen. Also es sieht super aus, es hat einen natürlichen Glanz und passt super zu meinen gefärbten dunkelbraunen Haaren, weil das Rot schimmert jetzt auch wieder so ein bisschen durch. Und ja, und das Dunkelbraun hat auch so einen ganz leichten Rotschimmer. Na, wie auch immer, fangen wir an mal mit dem H&M Haul. Und zwar habe ich ein bisschen eingekauft, aber online, weil ich gehe jetzt bestimmt nicht in dieser Weihnachtszeit in die Geschäfte, da wo jeder gestresst ist und pure Hektik herrscht. Ich habe das schon gesehen, den einen Tag, wo ich mit meiner Kleinen unterwegs war, wie ein Typ einfach in der U-Bahn meine Tochter umgerannt hat. Da bin ich ja total ausgerastet und dann gehe ich jetzt bestimmt da nicht stundenlang in die Geschäfte und guck mir da jedes einzelne Stück an. Deswegen habe ich im H&M Online-Shop eingekauft. Man kriegt auch immer super gute Gutscheine, Rabattgutscheine, ob es ist, dass du Versandkosten sparst oder einfach so Rabatt auf einen Teil kriegst mit so und so viel Prozent. Also super, ist auch alles super schnell angekommen, muss ich sagen. War auch alles verfügbar. Und ja, da fangen wir mal an. Also ich habe für Weihnachten ein bisschen eingeshoppt für die Kinder, für mich, für meinen Freund und ja, und das dachte ich mal, das zeige ich euch mal. Also dann fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Das soll so zu Weihnachten sein und fürs Weihnachtsessen, wenn wir dann in ein Restaurant gehen. Und zwar habe ich für meiner Großen, die ist ja 10 Jahre alt, habe ich ihr einen Pulli gekauft mit Glitzergarn. Also Glitzergarn ist in Gold. Und das ist dann so durchzogen, das kann man glaube ich nicht sehen. Und ist in hellbeige, so. Das hat sie bekommen. Der hat 19,99 gekostet. Sehr gute Qualität, ist schön dick. Das hat sie jetzt bekommen. So, ich pack das mal runter. Dann hat sie einen kleinen Blazer bekommen. So sieht der aus. So, dann meine Tochter jetzt, sie ist jetzt 10 Jahre alt und mag nicht mehr so dieses Pinke und Rosane und darauf steht die nicht mehr. Ihre Farben sind jetzt so schwarz und türkis, hellblau. Das mag sie ganz besonders gut. Und dann dachte ich, okay, dann hole ich ihren schwarzen Blazer. Ist schön elegant. So, der hat gekostet auch 19,99. So, jetzt kommen wir zu meiner Kleinen. Also ist ein bisschen durcheinander. Ich liste euch das mal jetzt so auf und sage euch das mal so auf, wie es auf der Quittung steht, damit ich euch auch immer passend die Preise dazu sagen kann. Für meine Kleine, die ist 5 Jahre alt, habe ich eine Jacke aus Fellimitat in Leopardenmuster. Guckt mal. So sieht es aus.
Die hat gekostet 34,99. Sie ist total ausgerastet, die ist total ausgeflippt, die Kleine, als sie das gesehen hat. Ich muss sagen, meine Kleine, die ist 5 Jahre alt und die ist so fixiert auf Klamotten und aufs Aussehen. Also sie wünscht sich eher Schuhe statt Spielzeug. Sie hat Spielzeug, aber sie interessiert sich mehr halt für Klamotten, Schmuck, alles was ums Aussehen geht. Das ist ihre Leidenschaft, muss ich sagen. Und ja, da hat sie diese Jacke bekommen. Dann habe ich für die Kinder ein paar Ohrringe geholt. Guck mal. Kann man das gut sehen? Ja, mit so etwas längeren und Herzchen und ganz viele Stecker. Eule als Eule, Blümchen, Schleifchen, so eine kleine Kristallkugel. Ja, das können sie dann sich ranmachen, wenn es dann soweit ist. So, dann kommen wir zur nächsten Sache. Dann eine silberne Strumpfhose für die Kleine. Könnt ihr sehen. Das wird dann für Heiligabend sein. Kann sie dann tragen. So, die hat gekostet 6,99. Als nächstes habe ich passend für Weihnachten, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, habe ich jetzt gerade nicht da, für der Kleinen silberne Ballerinas geholt, könnt ihr die sehen. Aber leider fallen die zu groß aus. Das ist jetzt eine 29. Sie hat normalerweise eine 29, aber die fallen extrem groß aus. Und da muss ich jetzt zu H&M gehen die nächsten Tage und das umtauschen. Das Gute ist, wenn ihr das online bestellt, die Sachen, könnt ihr in eine H&M-Filiale gehen mit eurer Rechnung, wo alle Artikel aufgelistet sind. Und ihr könnt direkt bei H&M die Sachen umtauschen oder zurückgeben und dann kriegt ihr halt so eine Gutscheinkarte. Aber ihr kriegt kein Bargeld. Ja, und dann muss ich jetzt mal gucken, ob es halt noch das gibt in der Filiale und ob ich es eine Nummer kleiner bekomme. Also so sehen die aus, super süß. Kosten 12,99. So, jetzt muss ich mal gucken. So, dann hat die Kleine noch hier diese gefütterten Stiefel bekommen. Also ich muss euch sagen, ich persönlich würde die jetzt nicht tragen, weil die sind schon vom Modell her, sehen die schon ziemlich groß aus. Ich als erwachsene Frau würde es nicht tragen, ja. Ist nicht so mein Ding. Aber für die Kinder finde ich es super süß. Das ist jetzt halt auch so in so einem Goldschimmer. Vielleicht kann man das sehen, so. Das ist jetzt eine Doppelgröße, eine 28, 29. So, man kann sie auch umknicken. Zeige euch das mal, dann seht ihr, hier ist das Fell drin, könnt ihr mal sehen. Ja, das hat sie dann auch bekommen, die Kleine. Das gehört dann zu ihrem Outfit, was sie dann tragen kann zu Weihnachten oder dann halt, wenn wir dann essen gehen. Das gehört jetzt zu der Leopardenjacke dazu. Dann kommt der Pullover, auch für die Kleine. Könnt ihr sehen. Achso, die Stiefel haben übrigens 12,99 gekostet. Und der Pullover hier hat 15 Euro gekostet, also 14,99. Das ist dann jetzt ein Outfit für die Kleinen mit den Stiefeln und der Pullover und die Leopardenjacke, dann hat sie noch diese Leggings, das ist eine Samtleggings, die ist auch so in Goldschimmer. Das ist jetzt ein komplettes Outfit für die Kleine. Die Samtleggings hat gekostet, lasst mich mal gucken, wo ist die denn? Hier, 9,99 hat die gekostet. So. Das ist von der Kleinen ihr Outfit für Weihnachten. So, ich packe das mal kurz zur Seite. So, jetzt kommt schon die Große. Die Große, die hat ja diesen Strickpulli mit den goldenen Garn durchzogen. Dann hat sie den Blazer. Dann hat sie noch eine Leggings.
Hier könnt ihr sehen, die ist schwarz mit Gold, mit goldenen Motiven, mit Mickey Maus und ach, habt ihr nicht gesehen? Die fand sie auch super toll. Da hat sie sich echt gefreut darüber. So sieht die aus. Diese Leggings hat gekostet, lasst mich mal gucken, 12,99. 12,99 hat die gekostet. Also die sieht echt toll aus. Ich bin mal gespannt, wie lange das Gold hält. Aber ihr wisst ja, bei solchen Sachen links rumdrehen und am besten ohne Weichspüler, dann habt ihr länger was davon. So, als nächstes kommt für meinen Schatz, hat er sich ein Hemd ausgesucht. Ich nehme mal dafür auf, so. Da ist das hier so schwarz an den Kragen abgesetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein Haifischkragen ist oder ein Kentkragen ist. Ach, weiß ich jetzt nicht. So, und hier ist das dann natürlich auch abgesetzt. Ne? Also es ist schlicht gehalten, nur mit so kleinen Akzente wie der Rand vom Kragen und die Knöpfe und hier von den Ärmeln. Mit einem schönen Anzug dazu wird das super aussehen. Ach so, was ich noch sagen wollte, ihr könnt ja meine Nägel erkennen. Ich hatte euch ja in einem Video jetzt zuvor, vor 2 Tagen oder was, habe ich euch ein Video gedreht über meinen Nagellack-Haul. Und dann hatte ich euch diese Nagelsticker gezeigt, wie man die anbringt. So sehen meine Nägel jetzt fertig aus. Diese Nagelsticker benutze ich nur als Highlight für gewisse für ein paar Nägel. Ich mache es nicht auf den ganzen Nägel, nicht auf alle 10 Finger, weil dann finde ich das zu viel. So als kleinen Highlight ist das total in Ordnung. Wollte ich euch nur mal nebenbei zeigen. So, ja, das Hemd passt super gut, ist eng geschnitten. Sieht schön aus, elegant aus, sieht aber auch locker und lässig aus. Finde ich toll. Kostet 24,99. So. Meine Lieben, jetzt kommen die Sachen von mir. Also ich habe einen Jumpsuit geholt. Ich dachte, der Jumpsuit würde nur 19,99 kosten. Ich habe mich geirrt. Der kostet 34,99. Hier, ich zeige euch den mal. Ich packe nochmal die Kamera ein bisschen runter. Das ist mein Jumpsuit. Das ist ein Einteiler. So. Mit Kapuze und mit durchgezogenen Reißverschluss bis zum Schritt. Den finde ich super toll. Ich stehe ja total auf Leopardenmuster und ich mag ja, also ich stehe alles, ob es Unterwäsche ist, ob es Hose ist, Oberteil ist, Haargummis. Ich bin in diesem Muster verliebt, auch wenn es halt nicht von jedem der Geschmack ist. Aber es ist mein Geschmack, ich mag es, ich stehe dazu, ich habe kein Problem damit. Man kann cool damit aussehen, man kann süß damit aussehen, man kann sexy damit aussehen. Muss nicht immer alles heißen, dass man so billig damit aussieht. Ja, das ist mein Jumpsuit. Ich habe mich in ihn verliebt, der ist schön breit, locker und lässig. Kann man für draußen tragen, kannst du für zu Hause tragen, wie du willst, mit Turnschuhe. Als nächstes haben wir noch die gefütterten Stiefel von der... Achso, nee, ich habe mich geirrt. Jetzt kommen noch die Stiefel von meiner Tochter, von der Großen. Die gleichen wie von der Kleinen. Könnt ihr sehen. Also meine Tochter ist jetzt 10, die hat jetzt Schuhgröße 39. Sie ist auch aber über den Durchschnitt. Also sie trägt jetzt Kleidung, die eigentlich so für 12-Jährige bestimmt sind. Sie ist jetzt aber erst gerade 10 geworden. Ja, die hat sie jetzt in schwarz bekommen. Die kam auch 12,99. Sie hat sich super doll darüber gefreut. Die sind ja auch schön kuschelig weich drin. Ja, das gehört dann auch noch mit zu ihrem Outfit. So, jetzt also habe ich euch meinen Jumpsuit gezeigt. Und jetzt zeige ich euch noch was. Jetzt habe ich mir eine Paillettenleggings gekauft. Die kam 19,99. Guck mal. Das ist meine Leggings. Die sieht super schön aus. Die sieht wirklich super schön aus. Es gibt eine Sache, die mich aber allerdings stört. Die ist also
vom Stoff her sehr stabil. Aber die ist so in, also die Pailletten sind separat auf, wie soll ich sagen, auf eine Stoffschicht genäht und darunter ist noch eine Stoffschicht. Das heißt, die sind aus zwei Stoffschichten. Und das heißt, wenn ich die Leggings anziehe, ist die obere Stoffschicht mit den Pailletten dann noch so faltig. Das muss man sich dann alles gerade ziehen. Ist jetzt kein Problem, aber es ist halt so eine kleine Zuppelarbeit. Denn wenn ihr euch hinsetzt, dann rutscht es hoch, so wie beim Rock. Und dann, wenn ihr aufsteht, dann müsst ihr das dann wieder runterziehen. Aber sonst ist die super schön. Und da dachte ich mir einfach so schön mit schwarzen High Heels und ein schönes Oberteil wird das klasse aussehen. Dann habe ich hier noch ein Oberteil, das ist durchsichtig. Hier könnt ihr mal gucken. So sieht es aus. Es ist durchsichtig, also man müsste sich da was drunter anziehen. Oder für die Frauen, die auch gerne mit BH drunter und so, auch kein Problem, können sie auch. Ist sehr fein, hat eine leichte Farbe und ich mag Farbe. Muss nicht immer alles schwarz sein, obwohl ich hauptsächlich alles schwarz habe, komischerweise. Aber ich habe auch viel mit Farbe. So, ihr Lieben, tut mir echt leid. Mein Speicher war voll und deswegen ist das Video jetzt mittendrin einfach abgehakt. Aber ich habe mir jetzt schnell alles gelöscht und fange jetzt von da an, wo ein Stopp gewesen ist. Ich war bei diesem Oberteil, hatte euch gesagt, dass das durchsichtig ist und dass man darunter was tragen kann. Und für die Frauen, es gibt ja viele Frauen, die mögen das so leicht durchsichtig und ein BH auch gerne. Es ist eine leichte, zarte Farbe und finde ich sehr schön. Die kostet, ich sag's euch mal, 14,99. Und dann habe ich noch dieses Top hier. Guckt mal. Mit so einer Art Rüschen vorne dran. Sieht auch sehr schön aus. Da dachte ich mir, wenn ich vielleicht die Paillettenleggings anziehe, da mit dem hier. Ich habe auch noch ein anderes Oberteil. Und einen schönen Blazer dazu, Schmuck, Accessoires und die Haare schön gemacht, würde das bestimmt toll aussehen. Natürlich mit High Heels, ist ja klar. Und das hat 14,99 gekostet. So, das war mein H&M Haul. Ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen. Also die Kinder sind ausgeflippt, die haben sich total gefreut über ihre Sachen. Ich freue mich natürlich auch über meine Sachen und mein Schatzi freut sich auch ganz doll über sein Hemd. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so zu Weihnachten anziehen werdet oder zu den Weihnachtsfeiertagen oder zum Silvester. Könnt ihr mir ja mal erzählen, würde mich ja interessieren. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video gehabt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einfach einen Daumen oben oder abonniert mich doch ganz einfach. Okay, alles klar, schönen Abend, tschüss.